64. Ist in Ordnung. Kaufen. So eine Kühlbox. In den Warenkorb legen. Ist perfekt. Warenkorb zur Kasse. Nehme ich noch eine mit. Wir können jetzt so viel Fleisch transportieren damit. Das ist unglaublich. Da glaubt ihn keiner. Aber was mir auch keiner glauben wird, ich musste heute, ausnahmsweise am Wochenende, mal ins Büro fahren, am 1. Mai, Leistungsdoku fertigstellen und so weiter, ausdrucken und alles Mögliche, weil es ist ja mein Geld, was ich verdiene. Gehe zum Auto, war noch nicht, das Büro war in Kreuzberg, Berlin. Wie gesagt, am Auto war nicht. Pack die Sachen im Auto ein, sortiert das alles schnell. Wollte losfahren, stehe ich mitten, ist mein Auto, also war ja noch auf dem Parkplatz, also am Parkrand, mitten in der Demo drin. Ich kam nicht weg. Die Leute sind auf einmal wie die Raketen angesaust, ich habe die gar nicht gehört. War wahrscheinlich so vertieft, oder das Autoradio war mal wieder so laut. Ich habe doch ein Video gemacht, ein kleines. Ich konnte ja nicht weg. Ich saß im Auto und war dann eben eingesperrt im Auto. Muss man auch mal erleben. Dass man in seinem eigenen Auto eingesperrt wird von Menschenmassen umzingelt. Ich kam mir vor wie bei The Walking Dead. Mit lauter Zombies um mich herum. Neue liebe Demonstranten, aber das war jetzt nicht böse gemeint gegen euch, aber das war echt der laufende. Nee, ich weiß aber nicht. Es waren Demonstranten, die haben mich umzingelt, aber nicht mich, sondern sind einmal über die Straße lang gelaufen und ich stand mit meinem Auto auf der Parkfläche. Ja, ich kam nicht weg. Das war echt eine geile Aktion. Ich glaube, sowas werde ich nie wieder erleben. Gut, haben wir hier alles erstmal draußen. Dann kann ich den Korb jetzt hier rausschmeißen. Gut. Ich speichere definitiv jetzt das nach. Speichern. So. Ich habe dieses kleine Video gemacht. Wie ich da eingesperrt war quasi. Nachdem ich da einfach losfahren wollte. Und dieses Video hat innerhalb von anderthalb Stunden 196 Aufrufe bekommen. 166. Mensch, ich kann nicht erzählen. Das ist krass. Einfach nur krass. Dann habe ich noch ein anderes gemacht hier. Ach, die Kleine. Ich bin gleich wieder da. So, wieder da. Ja, ich auch. Ja, hoffen wir es mal, wa? Ich bin nur gerade so ein bisschen am Ackern. Die Frau war 20 Minuten von der Lebensfläche verschwunden hier. Ja, manchmal müssen Frauen Dinge tun, die Frauen so tun müssen. Jetzt hat jetzt Windeln vorbereitet. Ich möchte nicht wissen, was du tust. Nein. Liegt schriftlich. So. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich solche Spiele gespielt habe, waren immer irgendwelche Killer oder Zombies im Hintergrund. Tja, man hat immer Angst, man wird wieder angegriffen. Ne? Es ist aber keiner da. Ja, ich habe schon erzählt, heute, wo ich da losfahren wollte, und ich stand auf einmal in der Menschenmenge mit dem Auto, gerade in dem Moment. Also im echten Leben. Ich kam mir vor wie bei The Walking Dead, wo ich im Auto saß und lauter Zombies sind an mir vorbeigelaufen. Man muss nur dazu sagen, Demonstranten heute ist der 1. Mai und wir leben in Berlin. Und da ist es komisch,
nach so vielen Monaten Isolation überhaupt mal so viele Leute auf einem Fleck zu sehen, oder? Also es ist merkwürdig, also wenn man mal so 10, 20 Leute an einem Fleck sieht, ist das schon viel heutzutage in den letzten 12 Monaten. Und auf einmal sind an mir tausende Menschen vorbeigelaufen. Also vor allen Dingen, ich habe die absolut nicht gehört. Das Autoradio war an. Nicht. Das war stumm. Das war eine leise Demo? Nee, ich habe die aber nur nicht gehört. Ich habe mich so konzentriert darauf, dass ich das Zeug zusammengepackt habe im Auto. Und auf einmal habe ich mich gewundert, was laufen da vor Leute rum. Auf einmal höre ich da irgendwie hinter mir nur so einen Partywagen. War so ein Musikwagen von der Demo und da wusste ich auch, du Scheiße, ja, Kreuzberg heute. Ich dachte, in der kleinen Straße, wo ich da geparkt habe, wo ich mich absichtlich hingestellt habe, damit ich meine Ruhe habe da, ist nichts. Und sie kam echt aus allen Löchern gekrochen. Hast du es mitgekriegt, dass hier vorhin mehrere Krankenwagen vorbei sind? Ja. Da ist irgendwas Schlimmes passiert. Du, es sind ja auch mehrere tausende Menschen auf der Straße gegen sämtliche Demonstrationen. Das ist ja nicht mehr Tag der Arbeit, das ist ja Tag der Sonstiges. Sonstiges? Ja, es wird gegen alles demonstriert. Mit Corona, nach Corona, für Corona, gegen Corona, für lange Haare, für kurze Haare, für gute Arbeit, für schlechte Arbeit. Einige dort, man weiß auch gar nicht, gegen was überhaupt demonstriert wird. Oh ja, für gute und schlechte Arbeit, da fand ich ja die Werbung so geil. Manche Jobs sind scheiße, manche sind richtig scheiße, manche sind auch beschissen, aber alle finden sie hier bei uns. Ich dann so denke. Wir brauchen Dr. Motte wieder, der die Love Parade macht, nicht die neuen Veranstalter, diese Mörder. Ich meine wirklich den Alten, der wirklich eine Demonstration für was Gutes gemacht hat und nicht immer nur gegen was Schlechtes. Also diese mit den Mördern, das war natürlich scherzhaft gemeint und überhaupt nicht ernst. Möchtest du, dass dein Kanal gestrichen wird? Ja, ne? Ach, nö. Macht dir auch gleich viel mehr Spaß. So, bist du jetzt eigentlich wieder dabei, Mutter? Ja, ich bin ja am Arsch der Welt. Ich habe gehofft, du holst mich hier ab, aber... Nee, ich habe gerade Holzbalken gemacht. Die kann ich auch gleich schneiden. Was ist das denn hier? Umgekippte Lastwagen? Hm? Die sind so Anhänger, aber die sind so halb umgekippt. Ich weiß nicht, ob das nur Deko sein soll. Wer weiß, vielleicht kommt da noch direkt Platz bei der Range? Nein, nicht direkt, ne. So, bin ich jetzt bald mal zu Hause? Ja. Gott, endlich. So, jetzt wo ich nach Hause gelaufen bin. Wollen wir wieder hin zum Laden? Warte mal, wie viel Geld haben wir denn eigentlich? 831. Wir können morgen die Sau verkaufen. Wir sollten uns mal dringend eine neue holen. Das dauert ja ewig, bis die soweit ist. Deswegen, ja, die Hühner bringen mehr Geld. Bringen jeden Tag ein Ei. Manchmal auch mal zwei. Wenn du hochrechnest, wie lange ein Schrein braucht, müssten wir uns mal aufschreiben. Und wenn man hochrechnet, wie lange man für den gleichen Preis Hühner braucht. Also bei 14 pro Ei. Brauchst du 10 Hühner, um jeden Tag 140 zu kriegen. Wenn du ein Schwein verkaufst, nach keine Ahnung, 10 Tagen, hast du auch 600 oder so. Also, du musst ja auch bedenken, dass du die Hühner füttern müsstest. Hm. Und dann weiß ich nicht, ob es noch günstiger ist. Also ich leg mich erstmal ins Bett. Na, du gruselige Frau mit den orangen Augenbrauen. Hi. Du lila Typ. Atmest du okay. Wirklich? Ach komm, meine Haarfarbe ist doch stylisch. Kann doch nicht immer 0815 braune Haare haben. Wie ist denn dein Name? Tontea? Was? Tontea? Oder Transletter?
Du bist ganz schön fies dafür, dass du so hässlich bist. Ich habe voll muskulöse Beine, ich bin nicht hässlich.